ist ein Robothund. Er kann gut Fußball spielen, Bär ist sehr glücklich. Echter Huhn ist nicht glücklich, weil Bär mit Robothuhn spielt. Ohne Werbung zu spielen. Eine Tagesfrist folgt ein, überwältigt Robothuhn. Echten Huhn ist echt so leid, der Trab trainiert es zu fangen. Oh nein, der Wolf ist so stark, kann ich echten Huhn wegnehmen. Also was sollen wir tun? Robohuhn folgt die Spuren von Bob auf der Straße. Finden und rettet echten Huhn, spielen sie zu Hause Fußball und werfen fröhlich Bälle. Lass uns zusammen spielen, jetzt sind alle glücklich. Schwein hat einen neuen Freund, einen schlauen Robothuhn. Er kann den Schatz finden, Schwein ist sehr glücklich. Echter Huhn ist nicht glücklich, weil Fall mit Robothuhn spielt. Vergiss ihn zu füttern. Mit Robohuhn zu konkurrieren. Er wird verlieren, oh nein, er kann nicht schwimmen. Und das Wasser macht ihn kaputt, er singt langsam runter. Also was sollen wir tun? Bär hebt den Fuß und schlägt ihn nieder. Oh nein, die Beine vom Bären sind weg. Was soll der Bär ohne Beine tun? Er kann nicht rennen, springen und gehen. Seine Schwester kommt und tröstet ihn. Ich werde die Beine für dich finden. Oh.
fühle mich irgendwie so unwohl. Froschinken ist das, was ich brauche. Die Flosse des Fisches ist unangenehm. Kängurubeine gefallen mir nicht. Ich brauche nur meine liebe Beine. Oh, die Beine des Bären sind da. Ohne sie kann ich nicht mehr glücklich sein. Schwein spielt im Park, Schwein und der Russ zusammen hinunter. Ohne die Beine von Schwein sind weg, wo sind sie verloren? Ich weiß es nicht. Schwein ist traurig und weint ganze Zeit, ohne meine Beine kann ich nichts tun. Keine Sorge, ich werde es versuchen, um die Beine für dich zu finden. Hundebeine, oh nein, nein, die Beine der Katze sind so kurz. Roboterbeine laufen sehr schnell, ich will nur meine Beine, meine Beine. Oh hier, ich habe es gefunden, die Beine liegen unter Labhaufen. Oh ja, da sind meine Beine, ohne sie kann ich nicht mehr glücklich sein. Kaninchenbein, ihre Beine sind weg. Schwein und Bär haben Beine gefunden. Ohne meine Beine kann ich nicht gehen. Ohne meine Beine kann ich nicht springen. Ohne meine Beine kann ich nicht schieben. Die Beine sind wirklich nützlich. Oh ja, ja, das sind meine Beine. Ohne sie kann ich nicht mehr glücklich sein. Der Bär gerne im blauen Haus, seine Möbel sind alle blau. Aber ich mach pink und das pinke Haus. Pinkes oder blaues Haus, welches Haus machst du am liebsten? Das blaue Haus gehört dem Bären und das pinke Haus gehört seiner Schwester. Ist die Linie, die trennt die pinken und blauen Häuser. Das ist die Puppe, der Tisch und Stuhl, pinkes Bettzeug. Sie schmückt und mag keine blauen Objekte. Der Rennhau ist ganz blau, das sind blaue Ausdruck und Spielzeuge. Nein, der Bär hat Bauchschmerzen, er muss auf die Toilette. Aber der Eingang ist auf der Seite des Pinkenhauses. Was soll ich tun? Der Bär ist sehr aufgeregt. Der Bär findet heraus, wie er auf die Toilette gehen kann. Wer kann nicht in seine blauen Tau gehen? Oh nein, weil sie pinke auf Gitter herumlegt. Der Bär nimmt sein blaues Hüfttier am Pinkenhaus vorbeigekommen. Aber seine Schwester ist frech und lässt die Luft raus. Euch einander lieben, sei nett und kümmerlich zusammen ohne Eltern. Yes! Dieses Haus kann pink und blau kombinieren. Ein schönes blaues und pinkes Haus formen.
Mama Auto. Ein Rum Bum Bum Auto. Wir haben eine lustige Fahrt. Rum Bum Bum. Rum Bum Bum. Ding Dong Ding Ding Dong Ding. Rum Bum Bum. Rum bum bum, rum bum bum, ding dong, ding ding dong, ding, rum bum bum, ba ba auto, ba ba auto, ding dong, ding ding dong, ding ding, rum bum bum, ba ba auto, ba ba auto, ding dong, ding ding dong, ding ding, rum bum bum. Oh. Hmm. Okay. Rum bum bum, rum bum bum, ding. Wir folgen uns. Ein Bum 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 Trott. Wir haben eine lustige Fahrt. Bum Bum Bum. Bum Bum Bum. Ding Dong Diddy Dong Ding. Bum Bum Bum. Der Joker könnte es mit entkommen und wir würden ihn bald finden.
waren wirklich beängstigend. Wir kommen den Tafel gegen ihn. Wir müssen Superman retten. Bleiben.
gestohlen hat. Was muss Bär tun? Der Dieb versucht sich zu verstecken. Bär und Bully ist es ja. Bär drückt der Entkörper. Die Tür stoppt sofort. Oh, der Dieb ist gefangen. Schwester, zusammen ein Klang aus der Toilette. Schwester und Baby kommen herüber, der Monster erscheint. Sie kämpft gegen das Stimmmonster, benutzt eine Sprühflasche. Steckt sich in der Toilette. Oh nein, muss es rausholen. Das ist der Klang einer verstopften Toilette. Lass uns aufräumen. Affen erschreckt seine Freunde, er freut sich darüber. Es gibt seltsame Geräusche, alle Leute haben Angst. Der Affe hat auch sehr Angst, alle kommen näher zur Toilette. Ist das ein Monster mit einem riesigen Bauch? Baby entdeckt es, lass uns zuhören, es ist ein jämlicher Schrei. Die Toilette ist verstopft, lass uns aufräumen. Macht seltsame Geräusch. Was ist das für ein Geräusch? Das Schwein denkt, es ist ein Monster. Es ist gerade gekommen. Es soll in die Toilette schauen. Der Schatten springt. Es ist ein grüner Frosch. Verirrt sich in der Toilette.